Oh, ich kann mich gar nicht frei bewegen im Raum. Schade. Okay. Na dann. Hello. Huch. Was schreckt mein Freund? Wow, oben sind ganz schöne Menge Kugel, Willi. Ah. Ja, wenn ich dafür nichts bekomme, dann weiß ich auch nicht. Das ist doch hundertprozentig ein Stern, oder? Ja, das ist ein Stern. Hundertprozentig. Oder? Ah, es ist doch. Da ist doch bestimmt ein Stern, oder? Schwierig. Wow. Wow, interessant. Oh, der Mauserich haut ab. Du feige Sau. Ich mache euch alle platt. Ihr schießt mir zu viel rum. Aua. Nee, Diskus ist ein bisschen overpowered. Aua. Triple Kill. Schön. Hallo. Oh Mann, ihr werdet echt nicht weniger, ne? Oh. Ich hab nichts gesagt, die werden weniger. Daneben. Aua. Aua. Ist doch hundertprozentig irgendwo ein Stern versteckt, aber ehrlich. Spiel sei lieb zu mir. Oh, die schieben einen einfach nur runter. Okay. Ich mag dieses Schiff. Ich mag dieses Schiff bislang. Nur gegen diese Kratterich kämpfen ist gerade nicht notwendig. Hallo? Oh, da war eine Ratte drin. Na, die ist tot. Ich wollte nur hinten durchgehen. Coins. I like Coins. Das ist ein Rückweg. Huch! Ah, das ist ein Schlitter. Strohköpfe. Berde, was bist du? Ich überlege, mich wieder unter die Erde zu begeben. Tu das. Mach mir weniger Angst und Sorgen. Giftdampf. Auf geht's. Wolke. Sprüh sie ein. Nice. Daneben. Ah, daneben. Oh, wie gemein. Schöne volle Heilung. Schon wieder der Peach.
Wiederkehr. Belebe einen Verbündeten wieder. Bei gutem Timing hält dieser volle KP, Herzchen. Ich muss mal sagen, ich fühle mich ein bisschen komisch gerade, wenn ich hier durchbrettere. Huch, hier ist eine Pistole. Ich fühle mich ein bisschen komisch, wenn ich gerade so durchbrettere. Es fühlt sich an, als ob ich irgendwie... Naja, wie soll ich sagen? Es fühlt sich an, als ob ich... Oh! Huch, da ist eine J-Kiste und da ist ein Ding. Witz. Zu sehr durchrush oder sowas. Ich habe ein dumpfes Gefühl, ich müsste eigentlich den Raum resetten. Komplett. So Mist. Schnitter. Why? Oh. Na, ich fühle mich wirklich so, als würde ich das Spiel momentan ein bisschen durchrushen, aber aus irgendeinem Grund? Nee. Irgendwie dann doch nicht. Aua. Ich weiß nicht. Es fühlt sich einfach gut an, gerade zu spielen. Obwohl ich schon eine Stunde 30 fast unterwegs bin. Was enorm ist. Damn. Anfälligkeit 1000, Junge. Kaffee für Mello. Da ist nix. Da war nie etwas. Ein Pilz. Oh nein, eine Blufftrühe. Trühe! 69 Schaden. What the? Da ist eine Blume drin? Ha. Na, dann kriegst du halt Stritte. Ja, aber ich finde es okay. Also, ich finde den Dungeon ganz nice gerade. Den wir durchlesen. Durchlesen, durchlaufen. Ich bin ganz schön stark, was? Du wirst sicher dringend türmen, oder? Oder? Wait, what? Minigumbas springen aus der Truhe. Minigumba. Nö. Von Türmen weiß ich nichts. Oh, aber die Minigumba leben doch alle. Was könnt ihr so? Kleine Schrittchen, großer Wumms. Ihr seid niedlich. Kennt den, ne? Hab Angst. Der lebt ja immer noch. Bam. Ah, er hat einen ganz schön ausgekleidet. Krasse Sache. Schutzbutton. Was macht der jetzt schon wieder? Also, so sehr es sich anfühlt, dass ich irgendwo hier durchrushe. Umso krasser finde ich eigentlich, wie viel an Content jetzt gerade in diesem eigenen Gebiet hier drin ist. Es ist krass. Das ist wirklich krass. Schutzbutton. Schutz vor Stille, Verwandlung, Pilz, Vogelscheuche, Furcht, Schlaf und Gift. Wow. Quasi die ultimative Version von Anti-Wandeln und Aufweck. Cool. Kriegst du mal. Dann kriegt Mario. Mario kriegt mal den Erfahrungsturbo. Ne, ernsthaft, es fühlt sich halt wirklich an, als würde ich hier durchrushen, aber es ist auch viel Content, aber es fühlt sich einfach nicht schlecht an. Kommt selten vor.
ist einfach gute Laune hier drin. Obwohl es ein verschrumpftes Schiff ist. Ah. Shep. Okay, ich muss also doch unten irgendwo runter mit einem Ding für die Froschgroschen. Okay. Strudel. Da haben wir es doch. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Also sie geben uns mittlerweile auch enorm viel an Klamotten, das muss man auch mal sagen. Lässt du mich in Ruhe, blöder Fisch? Oh. Die Dinger haben am Anfang echt viel... Also, die haben erstaunlich viele Erfahrungspunkte gegeben. Oh, nicht schon wieder so ein Qualmal, Alter. Boah, Junge, ey. Furchtbar Flößer. Come on! Yeah. Oh, Sound, please. Wow, das kann ich nicht abwehren. Das war Arsch. Das war enorm Arsch. Ihr seid immun gegen das Zeug. Munter machen. Wait. Wechsel. Peach. Technik. Wiederkehr. Dankeschön. Aua. Okay. Funktioniert, das ist cool. Wiederkehr. Kostet nur 2 Mana, das ist enorm günstig. Wow. Das ist enorm günstig, macht enorm viel aus. Wirkungslos, ja, weil ihr schon vergiftet, schon den Effekt habt. Alter, machst du. Darf ich auch mal wieder? Please, dankeschön. Gruppenkuscheln. Feuerball. Hier, ja, du blödes Etwas! Meine Güte, das gibt's doch nicht. Hammer. Boah. Meine Güte, haben die einen Schaden gemacht. Puh, aber die geben auch gute Erfahrungspunkte, muss man lassen. Heieiei. Gino! Level 13? Damn! Krasser Mist, Alter. Wir steigen ja richtig Level auf. Da sind wir nur in einem Ort hier. Blooper mit Freunden? Da unter ist was. Da drunter ist eine Tür. Da müssen wir hin. Okay. Wie kommen wir da hin? Wir müssen das Wasser ablassen. Ah, ich sehe. Huch, wer habt ihr denn hier oben liegen? Okay. Wir müssen das Wasser ablassen oder wir müssen die einzelnen Barrels wegrollen. Aber das geht ja unter Wasser nicht. Oder man läuft einfach hinten durch. Ah, gefunden. Hallo. Schutzring. Was macht das jetzt schon wieder? Viel zu viele Klamotten in diesem Dungeon, meine Güte. Schutzring. Schützt vor sofort K.O.
und durch Angriffe, die ihr Ziel mit einem Streich eliminieren. Okay. Das ist eine Anti-Tod-Fähigkeit. Damn. Das ist enorm wichtig für Late-Game-Bosse in der Regel, was so Squash-Spiele angeht, ne? Weil die haben gerne mal eine Fähigkeit, dass sie einfach Gegner one-shotten. Und den kann man nicht ausweichen, den Angriffen. Könnte wichtig werden. Hi. Arr, was geht hier vor? Wer bist du? Hi. Wie bitte? Einen Stern sucht ihr? Gern doch. Wir lassen euch jetzt Sterne sehen. Arr. Ihr hättet sowieso Pech gehabt, Landratten. Wisst ihr auch wieso? Weil alles, was ins Meer fällt, nämlich rechtmäßig dem großen Johnny, unserem Captain, gehört. Klar, so weit die trockenen Töpfe. Tropfe. Es gibt einen Satz heiße Kiemen, ihr Schiffsschleicher. Rotbandpiraten. Oh Mann, here we go. Schlafenszeit. Tja, da sind alle eingepennt. Extra Zug. Nice. Immer schön schlafen, meine Freunde. Einfach immer schön weiter schlafen. Das war mal ein erfolgreicher Zug. Das war ein erfolgreicher Zug. Ja, seid ihr stärker, als es den Anschein hat. Wir sagen besser auf dem Oberdeck Bescheid. Los, Matrosen! Tut das. Ah, eine Heilung. Ja, nicht großartig notwendig. Ich hätte gerne Warnung. Sind die Passagiere an Bord? Verstecken die Ratten? Ja. Hallo, wo steckt die Ratten? Ach, sie getürmt sind? Da, auf die Männer! Oh no! Haha, hier, ein Geschenk des Hauses. Ja, was ein Ausweichmanöver. Jungs? Den hat's erwischt. Die hat's richtig erwischt. Ah, wie habt ihr so schnell hierher geschafft? Ist auch egal. Euer Glück ist nun zu Ende. Keine der hergelaufenen Landläuse hier, klar? Lass doch mal... Alter, seid ihr eine Menge. Lass doch erstmal reden. Lass doch einfach mal reden, Leute. Welch interessanter Angriff. Ich hatte mit Piem gerechnet und nicht mit sowas. Cool. Level 3 zu Mario. KP. Bowser. KP. Anstatt C, Billgratten. Bildschratten. Also gut, ihr dürft durch zu Johnny. Ja, nett. Wir dürfen durch, sagt er. Ich habe ein ungutes Gefühl. Aber wir sind voll. Von daher kein ungutes Gefühl. Andererseits, Aufstellung. Team. Da, Aufstellung. Peach, durch Mellow ersetzen. Zack. Hello? Du siehst aus. Du bist also dieser Mario, ja? Ja, sag mal, was will so eine halbe Portion von mir? Ja? Dieser Stern hier. Ah, der ist in meine Gewässer reingeplumpst. Also gehört der laut Seerecht mir. Laut meinem Seerecht. Selbstjustiz zählt nicht. Und rausrücken tue ich den nicht so einfach. Nicht einfach so. Wenn du den haben willst, musst du schon drum kämpfen. Oh. Na dann. Hallo. Aua. Aua. Aua.
Au! Schmerz! Okay, Freunde, das war nicht nett von euch. Das fand ich nicht nett. Hier, Johnny. Deine komischen Piratenfreunde, die brauchen alle mal, glaube ich, ein bisschen Giftdamm. Ne? Daneben auf ihn? Sofort die kaputt gehen, aber würde ich mal kurz einscannen. Hallo, Freunde. Ich bin felsenfester, aber davon überzeugt, dass Blau die beste Farbe ist. Glaube ich. Aua. Zu früh. Glaubt er also, ne? Na dann. Sprung. Johnny. Bravo. Awesome. Ich weiß nicht. Meister, du hast wahrscheinlich viel zu viele Namen. Der Hüter der Meere. Irgendwas. Irgendwelche Namen hast du. Furchterflöter. Na los, Bowser. Aui, Schaden. Nice. Und einmal Johnny lesen. Oh, nicht mal zu viel Furcht, Gift, Stille. Hm. Na, das ist nicht mal ein Kampf. Du bist mit allen Meerwassern gewaschen. Yeah. Aber wahrscheinlich so overlevelt, dass ich keinen Schaden mehr großartig nehme. Was merkwürdig ist. Abwertung? Oh. Er hat seine Farbe geändert. Und kassiert kaum mehr Schaden. Donnerschock. Ja, Taki. Okay, die One Piece-Anspielung muss ich gerade bringen, ja, weil. Come on. Typ hat Taki. Abhärtung, Eisenpanzer und so ein Kram. Ist doch obvious. Na, ah, nicht schlecht, Leute. Was hältst du von dem Kapitänsduell, Mario? Nur du und ich im Zweikampf. Okay. Wird bestimmt lustig und lehrreich. Für dich jedenfalls. Männer, macht Stimmung und feuert euren Captain an. Yeah, yeah, Captain. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Super Feuerball. Ah, friss Feuer. Brenne. Au. Da hat eine Diamantsäge drauf. Das ist ganz schön fies. Muss ich mal heilen. Mediumpilz. Daneben. Licht. Der hat eine Lichtklinge drauf. Was zum Teufel? Junge, Junge. Müssen nicht bei down sein. Au! Na, come on, Johnny. Erzähl mir nicht, dass du noch so viel Punkte hast. So viel Punkte hast du nicht, Mann! Du warst fast tot! Jawohl. Oh no, Chef! Yeah! Chef! Nein! Ah, bin schwer beeindruckt, Kumpane. Das Sternchen habt ihr euch zu Recht verdient. Da ist Andenken an unser Kämpfchen, ja? Cool. Wie komme ich gleich hier raus? Ich will den ganzen Dungeon nicht zurücklaufen, das ist viel zu lang. Ich mein's ernst. Das ist meine volle Ernte. Fünfter Stern. Ey, yo, Meister.
Ah, war ganz schön wichtig, das Sternchen. Ah nein, mir soll es recht sein. Und nun Ruder von meinem Schiff mit euch, wenn ich mir noch anders überlege. Was sind schöne Bücher? Was da steht da drin? Captain Johnny ist der Schlauste, Stärkste und Scharfzahnigste von uns allen an Bord. Der würde selbst im Schlaf noch kämpfen. Was der Captain sagt, das tun wir. Sterb. Hör auf die Sprungfeder im Kämmerchen, dann gelangt ihr wieder raus ins Trockene. Los, probier's mal aus. Ich will mal zurückgehen. Da brauchen wir noch einen Wels. Noch nie hat einer Johnny die Kiemen derartig drangezogen. Ja. Es gibt für alles ein erstes Mal. Für alles andere gibt es die Mastercard. Werbung. Raus hier? Bye, Johnny. Schönes Schiff.